Sie sind klimafreundlich und schnell zu bauen. Wir sind alle so ein bisschen aufgeregt und geben alles, was wir heute Abend fertig haben. Der Clou? Eine raffinierte Modulbauweise mit starken Holzbalken und ökologischen Dämmstoffen. Für angenehme Wärme sorgt die Heizung an der Decke. Und auf Wunsch gibt es so ein Haus auch im Wasser. Wenn der Kollege hier aus den Niederlanden keine Zeit hat, müssen wir es selbst machen. Klar, A, B und C. Aber irgendeiner muss zurückführen. Das ist so, ja, genau. Mit dem Klimapreis Grüne Hausnummer sind seine Häuser schon ausgezeichnet. Jetzt hat Wolfgang Denker in Hude bei Oldenburg einen Großauftrag für eine ganze Siedlung. So. Oh, das sieht ganz gut aus. Drück dir mal die Feder rein. Perfekt, so soll es sein. Diese Dämmkeile und eine Drainage schützen vor Bodenfrost. Ganz ohne Beton. Wolfgang hat diese Methode selbst entwickelt. Einziger Haken, die Platten sind aus einem Schaumstoff, der mit Erdöl hergestellt wird. Ja, es ist sicherlich nicht mein Lieblingsprodukt. Aber es ist energetisch einfach sehr sinnvoll und es ist wirtschaftlich darstellbar. Ne? Und wir haben viele Versuche gestartet, auch mit Naturbaustoffen sowas herzustellen, was nicht immer sehr glücklich war. Die Alternative ist sicherlich immer, ein Haus höher rauszubauen. Das kennen wir aus Skandinavien. Pippi Langstrumpf-Haus, 5-6 Stufen. Dann ist es überhaupt kein Problem. Hier ist es aber in der Regel so, dass es barrierefrei gebaut werden soll. Und dazu müssen wir halt Produkte finden, die auch im Erdreich funktionieren. Wie auch diese mit Kunststoff beschichtete Aluminiumfolie, die vor Bodenfeuchte schützt. Fehler beim Fundament können im schlimmsten Fall später zum Abriss führen. Der Bauunternehmer gibt diese Arbeiten darum nicht mehr aus der Hand. Der Tiefbauer, ne, der zieht das Ganze ab hier mit diesem Splitbett, was wir haben. Und dann kommt der Maurer und würde diese Systeme aufstellen. So ist es in der Regel. Ne? Aber irgendwann haben wir festgestellt, wir können das besser. Von daher haben wir das Gewerk übernommen. Und heute bin ich total glücklich drüber. Meine Kollegen sagen immer, was machst du da eigentlich, Wolfgang? Du bist Zimmermann. Ne? Ich sage, ich finde das total klasse. Ne? Ich mache das total gern. Ja, also es ist ein Job, den ich gern mache. Manches überlässt er aber lieber seinem Mitarbeiter Florian Degering. Es gibt Arbeiten, die müssen einfach gemacht werden. Und hier ist wenigstens der Boden von unten warm und auch weich. Auf jeden Fall besser als auf Stein. Wenn man da die ganze Zeit drauf knien müsste, dann müsste ich mir jetzt Kniepolster anziehen und so geht es. Der Bauhelfer ist seine rechte Hand. Edo Adix, der Opa des Bauherrn, guckt regelmäßig vorbei. Ich habe, ich will nicht sagen Bauaufsicht, aber mich interessiert das hier, der Bau. Ich habe für unsere Töchter haben wir damals auch alles Häuser gebaut, meine Frau und ich. Und dies ist ja nun ganz was Neues, nicht? Und da interessiert man sich dafür. Die Isolierung von unten hoch kann man ja auch verstehen, wenn man darüber nachdenkt. Hat man sich ja sonst keine Gedanken darüber gemacht, ne? Ich finde das schon ganz gut, was der da macht, der Wolfgang. Hier entsteht ein Haus, für das Wolfgang wieder einen Klimapreis gewinnen will. Rückblick. 2 Monate zuvor hat Wolfgang Denkers Modulhaus Premiere. Ein neuer Haustyp, den er sich ausgedacht hat. Wollen wir aufsetzen? Alles ist auf Maß zugeschnitten und gebaut. Gut. Ist auch gut, ne? Heiß auf. Gut. Das Aufstellen in Tarmstedt bei Bremen ist der große Test. Das klappt nur, wenn vorher alle richtig gerechnet, gemessen und gesägt haben. Was mal schon mal passiert ist, dass eine Wand spiegelverkehrt gebaut worden ist. Das ist schon mal passiert. Ne? Das sind ja Kollegen in der Produktion, die bekommen die Wand auf den Tisch. Und da kann es schon mal sein, dass es mal spiegelverkehrt zusammengebaut wird. Das haben wir auch schon mal gehabt. Aber es wird hier nicht sein. Hoffen wir nicht. Denn 2 Geschosse mit Dachbalken sollen schon am Abend stehen. An nur einem Tag. Unser Ziel war eigentlich, Frühstück das Erdgeschoss zu haben. Fertig zu haben. Und Frühstück ist um 9, deswegen muss ich jetzt weitermachen. So.
Schon 5 mm Abweichung können für Wolfgang und sein Montageteam zum Problem werden. Wollen wir die erst noch ein bisschen erst runterlassen, dann bin ich ganz so viel. Die Wand wiegt knapp eine Tonne. Noch ein bisschen rauf. Alle Finger weg. Nein. Jo, das sieht gut aus. Frühstückspause. Das Erdgeschoss ist geschafft. Jetzt kommt die Decke oder wie Zimmerleute sagen, Balkenlage. Wolfgang? Ja? Weißt du, ob die außenbündig ist, die Balkenlage? Ja, wissen. Die gefrästen Balkenzapfen, die sogenannten Schwalbenschwänze, müssen nun in den anderen großen Hauptbalken passen. Kann auch mal anders sein. Dass die Fräsungen nicht so hundertprozentig zusammenpassen, ne? Das gibt's auch. Man muss mit dem Hammer hauen. Dass sie so einfach reinfallen, das ist gerade wirklich Glück. Oft ist es eben anders. Und wenn es gar nicht passt, wird vor Ort noch einmal nachgesägt. Wolfgang Denker ist Zimmerermeister und hat mal ganz klein angefangen. Ich habe nachher mal ein Vogelhäuser gebaut aus Holz. Mit einer Rätbedachung. Und damit habe ich dann so den Grundstein auch gelegt, ne? Für das Finanzielle auch. Ne? Und habe mir dann was zurückgelegt und habe davon die Meisterschule bezahlt. Ne? So ist es eigentlich entstanden. Ne? Ja. Ne, dann sind halt die Vogelhäuser etwas größer geworden, ne? Mit der Zeit. Ne? Sein erstes Modulhaus, das größte, das er anbietet. 108 Quadratmeter zum Wohnen. Aber es versiegelt nur 80 Quadratmeter Bodenfläche. Einmal gedreht werden. Ne? Nach 9 Stunden Montage ist Wolfgangs Tagesziel geschafft. Passt. Aushaken? Jo. Wolfgang Denker hat einen Termin mit interessierten Kunden. Er möchte ihnen sein Musterhaus zeigen. Ein Haus, das er auf dem Hof seiner Eltern bei Oldenburg selbst bewohnt. So weiß er am besten, was schon gut ist. Und was noch besser werden muss. Hallo. Dann schauen wir uns das hier mal an. Du kennst das Haus ja schon, ne? Genau, ich habe das schon einmal angeguckt, genau. Ne? Mit und, stehen hier zusammen. Ich genau. Weiß noch nicht mal. Marco, du kennst es ja noch nicht, ne? Nee. Viele, die hier reinkommen, auch zu Sommer oder Winter ist, erfreuen sich über dieses tolle Klima. Ne? Und das ist halt auch wieder der Lehm. Ne? Der Lehm sorgt einfach dafür, dass es immer ausgeglichen ist. Ja, das ist alles Lehm, was man da sieht. Und das kann man. Da gibt's dann, genau, da kommt so ein dünner Putz drauf. 2 mm ist der. Der Clou: Die Heizung befindet sich unter dem Lehm an der Decke. Eine von seinen ungewöhnlichen Ideen. Genau, das ist ja das Modell, was hatte ich auch, glaube ich, mal rübergeschickt, ne? Genau. Was wir da mal gebaut hatten. Das ist aus dieser Serie 4 Wände und 1 Dach. Mhm. Ne, das ist hier der kleinste und das geht von 70 bis 110 Quadratmeter. Jedes Haus besteht aus Modulen, die miteinander kombiniert werden können. Dadurch, dass wir eben halt dieses Grundmodul auch haben, ist es dann auch preislich einfach gut darstellbar. Ne? Genau. Ne, weil das Grundmodul ist das gleiche. Ja. Ne, da ändert sich nichts dran. Ne? Ne, und wir es jetzt oben einteilen, wie gesagt, das ist eigentlich noch total frei. Trotz guter Argumente kommt diesmal kein Auftrag zustande. Wolfgangs Frau Jessica Michalzig. Sie kümmert sich währenddessen um den gemeinsamen Biohof. Auch den will sich die interessierte Familie gleich noch angucken. Die Jungbullen ihrer schottischen Hochlandrinder haben eine eigene Weide. Langsam. Langsam. Jessica und Wolfgang haben aus dem alten Hof seiner Eltern einen Biohof gemacht. Das eine bedingt das andere. Das Herzensanliegen ist es, die Natur zu schützen. Und das tun wir hoffentlich durch unsere Arbeit auf dem Hof. Was dann vielleicht auch ein Vorbild sein kann, im ganz kleinen Rahmen, auch für Menschen, die ein Haus bauen. Wenn wir sagen, versiegelt die Flächen nicht, baut ein kleines Haus, dann ist vielleicht noch Platz für einen Gemüsegarten.
Häuser bauen aus Naturbaustoffen und die Arbeit auf dem Biohof gehören zusammen. Die Kunden sollen spüren, es ist eine Lebenseinstellung und nicht das Geschäft um jeden Preis. Die Hühner gehören zu zwei alten, vom Aussterben bedrohten Hamburger Rassen. Als besonders robust gelten diese Tiere. Mama, guck mal! Das Kleine, ne? Was fehlt dem noch, Bella? Was siehst du, was die anderen Großen haben? Und das, ja, ach, Hörner. Hörner, richtig. Genau. Hallo Franzi, komm mal her. Oh. Bei den Rindern können Wolfgang, Jessica und Tochter Sarah vom Alltagsstress abschalten. Gefällt dir das nicht? Zu viele Leute da? Hm? Ah, Posti. Posti will auch gestreichelt werden. Ich weiß. Oh. Eigentlich machen wir das halt so oft wir können, weil es ist ja auch quasi diese Verbundenheit, die wir zu den Tieren haben, die wird dann ja auch dadurch gefördert. Und wenn wir schlechte Laune haben, dann kommen wir her und sagen, jetzt brauchen wir mal unsere Lieblingskuh. Und dann wird sich zur Lieblingskuh gestellt und Lieblingskuh durchgekrault. Und deswegen ist es eigentlich immer ganz spaßig. Wolfgang hat mal mit zwei Rindern angefangen. Inzwischen hat die Familie mit dem Verkauf des Biofleisches einen kleinen Nebenverdienst. Vor 25 Jahren hat Wolfgang mit Vogelhäusern wie diesem sein erstes Geld verdient. Später hat er sich auf Wohnhäuser spezialisiert, die ökologisch und bezahlbar sind. Das Modulhaus ist, was Statik und Flächen betrifft, schon durchgerechnet. Gegenüber einem frei geplanten Haus lassen sich damit bis zu 10% Baukosten sparen. Es muss schon wirklich konstruiert werden und das Handwerk ist hier am Rechner. Ne, und das wird immer wieder so ganz locker gesehen. Ne? Kann doch nicht so schlimm sein, so ein Fenster zu verändern, ne? Oder eine Wand zu verschieben. Ne? Also das ist schon sehr, sehr zeitintensiv, sowas zu machen. Und deswegen ist ja auch die Idee der Modulhäuser entstanden. Zu sagen, das ist fix. Ne? Ihr könnt noch so Kleinigkeiten, aber der Rest ist fix. Das ist für alle Beteiligten entspannter. Bauen ist beim Essen oft Thema. Und das Fleisch kommt dabei immer vom eigenen Hof. Saunudeln. Lieblingsrezept der Schüler. Ja. Und der Familie. Wolfgangs Tochter aus seiner ersten Beziehung ist zu Besuch. Seine Firma hat er auf dem Hof seiner Kindheit gegründet. Als ich mich dann selbstständig gemacht habe, wo ich den Meister hatte, stand auf meinem Bulli damals drauf, ökologisch bauen. Da haben mich alle für verrückt gehalten. Deswegen ist auch immer wieder, es kommt dann tatsächlich aus von den Wurzeln her, weil ich bin so groß geworden mit natürlichen Lebensmitteln und Baustoffen irgendwie zu arbeiten. Da sehe ich ganz klar die Verbindung auch. Ne? Also das habe ich mir nicht immer ausgedacht, sondern das ist einfach aus der Kindheit auch. Das Landleben hat Wolfgang nie losgelassen. Am liebsten würde er seine Familie mit dem Biohof komplett selbst versorgen. Das erste Modulhaus in Tarmstedt bei Bremen. Den Rohbau hatte Wolfgang an einem Tag aufgestellt. In seinem Auftrag haben viele Unternehmen, vom Zimmermann bis zum Elektriker, daran gearbeitet. Nach 2 Monaten ist es fast fertig. Wir können sogar schneller. Wir können auch innerhalb von 6 Wochen, 4 bis 6 Wochen. Aber es ist eine logistische Sache dann auch. Der Versorgungsträger muss da sein. Und der Kunde muss sich dann letztendlich auch entscheiden können, wo die Steckdose hin soll. Also 2 Monate ist wirklich ein realistisches Datum, ja, für so ein Haus. Florian Degering ist einer von Wolfgangs 4 festen Mitarbeitern. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ja, passt. Super. Eigentlich hat er mal Schornsteinfeger gelernt. Ich denke, es ist wichtig, sich möglichst breit aufzustellen und keine Angst vor neuen Dingen zu haben. Das ist eigentlich das Geheimnis. Und mich haben auch die Baustoffe überzeugt. Also letztendlich, ich habe auch schon in einem anderen Zimmer reingearbeitet. Und da, wenn man dann nur Glaswolle verarbeitet und Abriss und sonstige Sachen macht, das ist einfach schon wesentlich netter. Und ich stehe auch dahinter. Also es sind einfach gute Sachen, die wir bauen. Zurück bei Wolfgangs Großauftrag für eine klimafreundliche Siedlung in Hude. Auf das gut gedämmte Fundament kommt das Modulhaus. Es verbraucht nur 40% der Energie eines zertifizierten Niedrigenergiehauses.
Wolfgang und Florian montieren jetzt 25 Kilo schwere Platten für die Lehmdeckenheizung. Ja, schieb mal ran. Schieb mal. Nochmal. Ja, sieht gut aus. Die ist gut. Bei dir? Jo, ich finde, passt schon. Strich, er ist ein bisschen schwach an der Stelle. Finde ich auch. Die Platten sind eine Spezialanfertigung. Zwischen zwei Lehmschichten ist eine Holzfaserplatte, in der Heizrohre integriert sind. Das hat ein Kollege aus dem Allgäu hergestellt. Ein Zimmerer, Meister, ein Baubiologe. Der hat sich viele, viele Gedanken darum gemacht, wie man auch sowas in Trockenbauweise herstellt. Das ist ja eine große Herausforderung, dass so eine Platte auch wirklich formstabil bleibt, wenn man sie montiert. Der Lehmbau selber ist grundsätzlich eine manuelle Ausführung. Das heißt, man kommt aus der Baustelle, bringt den Lehm manuell auf. Und diese Zeit dauert so ungefähr 4 Wochen, bis es dann durchgetrocknet ist. Wir können hier sagen, nach 4 Tagen wohnfertig, ne, mit diesem System. Eins greift ins andere bei den klimafreundlichen Häusern. Ohne gute Dämmung würde weder die Strahlungswärme der Deckenheizung reichen, noch die Erdwärmepumpe. Die Tiefenbohrung dafür soll später noch eine Spezialfirma machen. Auch auf dem Biohof profitiert Ehefrau Jessica von Wolfgangs natürlichem Baustoff Lehm. Nach einem schweren Reitunfall hat sie einen neuen Zugang zu den Tieren gewonnen. Als Osteopathin und Physiotherapeutin für Pferde setzt sie mit ihrer Tochter auf Harmonie statt auf Leistung. Beli, warte. Mir. Hallo, Lara, Schönheit. Es gibt viele Berührungspunkte zwischen dem Hofleben und dem Häuserbauen. Die Lara hat immer wieder Probleme mit den Atemwegen gehabt. Und wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, diesen Ammoniakgeruch zu binden. Und Wolfgang hatte eine Palette Lehm über und hat gesagt, Mensch, probier das doch mal, was im Haus funktioniert an Geruchsbindung. Das, was wir in der Küche merken, dass wir eben keine Gerüche haben, muss doch auch im Stall funktionieren. Und dann haben wir das Einstreu angefangen, mit Lehm zu mischen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Die Lara hat keine Probleme mehr mit den Atemwegen. Wolfgang lässt seine Häuser in einer Zimmerei fertigen. Der Vorteil, sie arbeitet mit computergesteuerten Maschinen. Bauingenieur Andreas Kurmann leitet die Firma in der 3. Generation. Wie lang ist der, wenn ich das wieder durchbricht? Oder? Das ist vorne so ein kurzes End. Was sieht über die, da ist die enge Stelle, ne? Genau. Mein Großvater hat damals immer gesagt, was ein Quatsch. Aber heute geht es nicht mehr ohne den Quatsch. Es ist einfach wirtschaftlich zu machen. Wenn man sich die Verbindungspunkte anguckt, die Fräsleistungen, die mit der Landlage gemacht werden, ist von Hand gar nicht darzustellen. Es ist einfach komplexer geworden. Ja. Und genauer. Beispiel Schwalbenschwänze. Damit lassen sich schwere Balken verbinden, ganz ohne Metallwinkel. Auch mit diesen Massivholzplatten soll das erreicht werden. Sie sind für die Wände eines ganz besonderen Hauses, das Wolfgang Denker für Kunden in den Niederlanden baut. Es ist einfach so, dass es einfach noch mal natürlicher ist, weil es kein Industrieprodukt ist. Es ist einfach vom Säger zusammengeschnitten und es ist reines Naturprodukt, ohne eine industrielle Fertigung dahinter zu haben. Und aus dem Grund ist es einfach noch mal nachhaltiger und einfach noch direkter und offener, atmungsaktiver, dass das Haus besser atmen kann. Ich sage mal, das kann man sich wie eine Gore-Tex-Jacke vorstellen, von innen raus, aber nichts von außen rein. Das ist das, was diese Platte noch besser macht als die OSB. Üblich sind OSB-Platten, für die grobe Holzspäne miteinander verklebt werden. Eine Seite des massiven Holzrahmens für eine Wand haben die Kurmann-Mitarbeiter geschlossen. Nun kommt der energetisch wichtige Dämmstoff Zellulose, also gehäckseltes Altpapier. In 3 Tagen müssen alle Teile des Hauses fertig sein. Dann bringen LKW sie in die Niederlande. Südlich von Groningen an der niedersächsischen Grenze.
Hier will Wolfgang Denker sein erstes Haus im Wasser bauen. Allein das Erdgeschoss aufzustellen hat 5-mal so lange gedauert wie üblich. Die besondere Herausforderung für Wolfgang? Der Bauplatz. Vom Wasser aus wird das Haus aufgestellt. Das heißt, es steht ein Kran auf dem Ponton, also auf dem Floß. Und der setzt dann die Wände oben drauf. Und dadurch ist natürlich da Bewegung drin. Und da müssen wir schauen, wie wir das so ein bisschen ausgleichen. Das ist schon spektakulär. Bevor der schwimmende Kran am Südlader Meer loslegen kann, muss ein anderer Kran die Hausteile auf einen Ponton heben, mit dem es dann zum Bauplatz geht. Doch plötzlich streikt der LKW-Kran. Ohne den geht hier überhaupt nichts. Manuell absetzen kannst du jetzt auch nicht. Kontrollleuchten wieder funktioniert. Nochmal gut gegangen. Es war nur die Elektronik. Ja, da sackt das Herz schon mal in die Hose, ne? Wenn dann der Kram mal kurzfristig ausfällt, dann wird natürlich den ganzen Zeitplan durcheinander schmeißen. Aber er läuft ja wieder. Jetzt hofft Wolfgang, dass es die Wände und Decken für das zweite Geschoss auch 70 Meter übers Wasser schaffen. Marianne Timmer hat mit ihrem Mann 2,5 Jahre lang ihr Haus geplant und auf diesen Moment hingelebt. Also ganz ehrlich, ganz unglaublich. Kann's eigentlich gar nicht fassen. Also hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es soweit. Das Montageteam muss zum ersten Mal auf dem Wasser zum Bauplatz navigieren. Fahrt ihr so längs an oder wie? Quer. Und Wolfgang geht es ähnlich. Alles ungewohnt bei diesem Projekt. Ein komplett frei geplantes Haus mit zahlreichen Extrawünschen der Bauherren. Noch dazu im Wasser. Ganz anders als bei einem Modulhaus hatte Wolfgang viele Fragezeichen. Und? Viele schlaflose Nächte. Ne, ob es dann auch wirklich so umgesetzt werden kann, wie wir das geplant haben. Mit dem Haus erfüllt Wolfgang Denker den Kundenwunsch nach noch mehr Ökologie. Zum Beispiel mit den massiven Wandplatten, die ohne Klebstoff auskommen. Und neben vielen anderen baulichen Besonderheiten gab es jede Menge Papierkram mit Genehmigungen und Versicherungen. Darum hat Wolfgang seinen Produzenten Andreas Kurmann mit ins Boot geholt, um das Risiko gemeinsam zu schultern. Donnerstag soll der holländische Dachdecker kommen, der dann die erste Lage oben drauf macht. Der kommt nicht, ne? Der kommt nicht? Nee, der. Das weiß ich noch nicht. Ab Mittwoch war eigentlich besprochen, dass der auf Abruf kommt. Ja. Das ist jetzt für mich gerade neu. Das ist jetzt wieder gecancelt. Das Holz darf auf keinen Fall nass werden. Das müssen Wolfgang und Andreas jetzt irgendwie hinkriegen. Ja, also wir arbeiten ja schon viele Jahre zusammen, ne? und das ist immer schön, wenn man sich dann nochmal wirklich gegenseitig helfen kann. Ne? Und gerade bei so einem Projekt hier ist das schon wichtig, Manpower zu haben. Ja. Und ruhig und unaufgeregt, so wie jetzt gerade die Nachricht, genau. dass die Dachbahn oben nicht kommt. Der Dachdecker hier aus den Niederlanden nicht da ist, ist ganz neu, aber naja, da muss man flexibel sein und dann funktioniert das. Ne? Ja. Ja. Kein Detail dürfen die Monteure vergessen. Am Meer zu bauen ist sehr aufwendig. Wichtig ist, dass wir die Verankerungen jetzt eben gescheit machen. Ne? Weil wenn da jetzt nachher drei Geschosse die Wetterwand von dort kommt, das darfst du nicht unterschätzen. Da hat mein Vater immer schon Schiss an der Nordsee, wenn er da gearbeitet hat. Pass auf, wenn der Wind kommt. Ne? Ja. Nicht, dass sie abheben. Ein weiteres Geschoss und eine Sauna auf dem Dach. Es kommt also noch eine Menge Holz. Langsam runter! Für ihr Traumhaus haben die Bauherren Hendrik und Marianne Timmer keine niederländische Firma gefunden und deshalb Wolfgang beauftragt. Wir haben für einen Zirkus gearbeitet. Das finde ich was spannend, Hendrik. Ja. Wir können ja das von Andreas das Material holen, das fahre ich gleich hin, hol das. Ja. Und dann können wir das auch mit unserem Dachdecker die erste Leitung. Andreas wird dann noch mit Dick anrufen, wie er es haben möchte. Das ist wichtig auch. Das Dachproblem ist gelöst. Wolfgang übernimmt die ersten Dachdeckerarbeiten und sein niederländischer Kollege erledigt den Rest. Zurück beim Großauftrag in Hude.
Hier will Wolfgang heute Richtfest seines ersten Hauses in der Neubausiedlung feiern. Doch vorher muss noch eine aufwendige Bohrung klappen. 50 dieser Stahlrohre müssen die Brunnenbauer zusammenschrauben. Der Erdbohrer wächst so mit jedem Rohrstück. In das Loch wird später eine Sonde gesteckt, die dann die Erdwärme energetisch nutzt. 100 Meter soll es in die Tiefe gehen. Wenn nichts dazwischen kommt. Manchmal haben wir auch Hindernisse so hart und kommen wir mit unserem Meißel nicht durch. Und wenn es richtig blöd läuft, sage ich mal, müssen wir alle Stangen wieder rausziehen und umsetzen und neu probieren. Ein Aufwand, der sich lohnt. Denn so muss das Haus nicht mit Brennstoffen geheizt werden. Diese Erdwärmetechnik ist keine neue Technik, die gab es früher schon. Sie ist ja ausgelaufen, weil die Hüllen so schlecht waren, also die Häuser. Ne? Und da sind wir heute jetzt auf dem Stand, wo das auch wirklich Spaß macht. Wir brauchen nur eine einzige Bohrung für so ein Haus, um das dann auch wirklich warm zu bekommen. Edo Addix interessiert sich sehr für ökologischen Hausbau. Obwohl sein Enkelsohn Simon der Bauherr ist. Nach 2 Stunden ist das Loch geschafft. Da muss nun die Sonde durchpassen. Wenn ich 30 Jahre jünger wäre und das dann noch mal bauen, würde ich sowas auch machen. Einmal Umwelt zuliebe und Energie sparen, ist es ja, kommt ja alles zusammen. So, nicht? Also, finde das prima. Seit ich in Rente bin, werde ich so kleiner Öko. Ich baue zu Hause auch alles, Gemüse, alles an. Wir essen nur aus dem Garten doch. Du bist doch auch sehr zufrieden so mit, ja, auf jeden Fall. Mit diesem Ökohaus sozusagen. Ne? Wenn es jetzt hakt, müssen die Brunnenbauer die 100-Meter-Sonde wieder rausziehen. Manchmal vollbringen sie diesen Kraftakt 3-mal am Tag. Dieses Mal geht es gut aus. Die Sonde sitzt. Und das Richtfest kann beginnen. Gut. Oder ist nicht, von Oma. Wolfgang kommt mit Frau und in Zimmermannskluft. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir eingeladen werden zum Richtfest. Ne? Das ist nicht mehr selbstverständlich. Und jetzt bekommt das Haus einen Segen. Ja? Und dann gehen wir davon aus, dass auch für die nächsten Jahrzehnte viel Glück in diesem Haus sein wird. Liebe Richtfestgäste, ja. Wir sind heute hier versammelt, um das Richtfest von Simon zu feiern. Ist egal. Ja. Passt. So wie dieses Glas zerspringt in Scherben kurz und klein, ziehe Glück und Zufriedenheit in dieses Haus hinein. Ja. Der Spruch ist aus. Hoch wird eure Brücke auf. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag. Wolfgangs erstes Modulhaus in der Siedlung steht. Weitere 20 sind geplant. Auf den ich mich so freute. Und wer weiß, wann wir uns wiedersehen.